Moin und herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Partie Fridays for Fußball. Wir bleiben bei der deutschen Nationalmannschaft, nachdem ich hier zuletzt Deutschland gegen die Ukraine gespielt habe. Und da ist es bei mir, ich verlinke euch das hier, 2-2 ausgegangen. Und ja, die Deutschen haben sich auf dem echten Rasen ähnlich dämlich angestellt. Da gab es ein 3-3, auch mit Toren in den letzten Minuten. Also da waren schon Parallelen zu sehen. Und ein Kommentar hat mich besonders getroffen unter diesem Video. Und zwar war das ein Kommentar, der von Langeweile sprach. Langweiliges Spiel, wer guckt sich das an? Und da habe ich die ganze Woche drüber nachgedacht und ich habe mir eine Sache ausgedacht, wie ich diese Partie Polen gegen Deutschland spannender machen kann, dass es nicht mehr so langweilig für euch aussieht. Ich setze diesen dämlichen Hut dazu auf und gleich wird das Spiel viel besser. So kann man nur noch gewinnen. Also jetzt höre ich auch nichts mehr. Ach ne, ja, es wären eigentlich die Hymnen, aber da ich Musik aus habe, kann man sie nicht hören. Das Spiel Polen-Deutschland steigt heute Abend 20:45 im Nationalstadion in Warschau. Also ist ein Auswärtsspiel für die deutsche Nationalmannschaft. Ist ein Freundschaftsspiel, die müssen sich ja für die EM, ist es dann ja, glaube ich, nicht mehr qualifizieren. Als Zeitungsausträger sind die schon qualifiziert. Und die Aufstellung von Polen habe ich nicht angepasst. Da könnte jetzt natürlich sein, dass da Spieler sind, die verletzt, was auch immer, krank sind. Und ja, heute 20:45, ich werde es mir wahrscheinlich angucken. Mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen. Ich habe die Aufstellung wieder so aus dem Kader quasi ausgewählt, der auch hinfährt zu den Freundschaftsspielen, also aus dem auch das letzte Spiel ausgesucht wurde. Ein bisschen variiert habe ich. Füllkrug und Werner sind vorne drin. Ter Stegen im Tor, das hatte ich letztes Mal auch. Da hat er auf dem echten Rasen Trapp gespielt. Aber ja, ist mir egal. Wir spielen gegen Weltklasse. Ich gucke mal, wie ich mich diesmal schlage. Und mal gucken, was für spannende Partien wir dann in Zukunft haben werden. Wie gesagt, ihr könnt euch die einfach in den Kommentaren wünschen, was ihr sehen wollt. Wenn ihr es tun würdet, würde ich es auch spielen, aber im Moment wünscht sich keiner was. Also seid ihr quasi wunschlos glücklich und ich hoffe, ihr seid auch wunschlos glücklich mit diesem Video. Wir legen los. Und der Anschluss durch die DFB-Elf, es kann losgehen. Gosens habe ich auf links gestellt, in der Mitte sind Gündogan und Kimmich. Goretzka ist noch auf der Bank. Ich habe ausnahmsweise mal Sané und jetzt die deutsche Mannschaft. Stark gemacht, das könnte was werden. Musiala direkt von Anfang an und vorne, wie gesagt, Werner und Füllkrug und ja, easy erstes Tor, der Jubel ist groß, mal gucken, ob es ähnlich läuft wie bei den letzten Partien, wo ich immer ganz gerne mal ein Tor mache und dann alles nochmal aus der Hand gebe. Na, da wird mit Havertz gejubelt. Habe ich Musiala doch nicht aufgestellt, sondern Havertz. Weiß ich jetzt gar nicht. Anscheinend. Doch. Ich habe jetzt selber meine Aufstellung nicht mehr im Kopf. Aber vorne natürlich auch Füllkrug noch mit drin. Und Lewandowski da fast mit dem Ausgleich. Ter Stegen macht dicht. Darauf folgt natürlich die Ecke, die kurz ausgeführt wird. Wenn ich Lewandowski vorne drin hätte, würde ich die auch immer kurz ausführen. Nächste Ecke. Und jetzt macht Lewandowski das Tor und schon wieder eine kurze Ecke. Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt gibt es nur einen Wurf. Nachdem ich da den Linienrichter getunnelt habe. Und, oh, Gündogan da mit dem Ballgewinn. Aber, oh, Pfosten, Glück gehabt. Jetzt mal hier Entlastung schaffen. Tatsächlich Havertz, habe ich Musiala doch noch auf der Bank. Oh, Füllkrug da mit der Chance 2-0.
Eieieiei, Chesney. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Och, hab ich nicht aufgepasst. Pass kommt von Lewandowski. Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Das war ah, gut. Mist. Hab ich den Ball einfach verloren. Ah. Oh, Ginter. Oh, ich habe Ginter aufgestellt, da wollte ich eigentlich wen anders, aber Ginter kriegt auch mal eine Chance. Ja, Sané ist frei. Schlupf und... Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, jetzt kommt irgendwie, was für eine Parade. Aber nein, das war wirklich keine gefährliche Ball aufs Tor. Ball läuft gut. Freistoß Polen. Sané, in die Mauer bitte. Sané aus Versehen rausgeholt. Der Ball an den langen Pfosten. Ah, da Havertz, der lange Schlags. Oh! Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ich renne einfach durch. Aber in der Mitte ist keiner. Ich wollte gerade sagen, da muss ich leicht zurück. Ach, warum? Da wollte ich Füllkrug in Szene setzen. In Szene. Hat aber nicht geklappt. Zug in die Mitte. Piotr Zielinski. Oh. Ey. Foul. Oh. Lewandowski da wieder mit der Chance, aber Ter Stegen wieder mit der Parade. Eieiei, die Deutschen sind da hinten anfällig gerade. Merkt ihr schon, wie spannend dieses Video wird? Nur durch diesen lustigen Hut. Unfassbar. Mein Herzschlag rast. Oder mein Herz rast. Zack. Oh. Und es gibt Elfmeter. Unfassbar. Der Bednarek kann es kaum glauben. Keine Ahnung. War auch definitiv keine Hand, aber egal. Oh. Lücke darf schießen. So, jetzt können Sie die Führung ausbauen. Sie und Füllkrug mit dem Tor. Darf, aber ich glaube nicht, dass Füllkrug. Ist der wirklich der Elfmeterschütze? Ich glaube nicht. Ja. Werner und Füllkrug Arm in Arm. Dass man das noch erleben darf. Ich bin kein Freund von diesem neuen Nationalmannschaftstrikot mit dem schwarzen Streifen. Ist das überhaupt das Neue? Keine Ahnung. Find ja dieses Grüne schön, was sie mal getragen haben. Dieses Auswärtstrikot. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich. Hab ich auch, aber ich hab's nicht an. Klasse Pass. Bei der EM wird's dann wahrscheinlich das eine oder andere Mal zum Einsatz kommen. Dauert aber noch. Und Ter Stegen heute ein sicherer Rückhalt. War ja nicht immer so, gerade in den Spielen der Nationalmannschaft. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Nicht aufgepasst da. Piotr Zielinski. Und Halbzeit, 2-0. Läuft doch. Es liegt am Hut, ne? Die Spannung pur. Ja, die Fans mit den schrecklichen Trikots. Selbst die rot-schwarzen hier finde ich angenehmer. Gut, müssen noch nicht wechseln. Anstoß Polen, es geht weiter mit Hälfte 2. Gleich mal ein bisschen in die Defensive schalten, habe ich selten gemacht hier auf dem Kanal. Immer eher in die. Oh! Vielleicht der Anschlusstreffer! So oh, Ter Stegen, alter Schwede, ey. Und das weiß dann nicht, wen er denken soll, wen er angreifen soll. Jau! Ja, Vorteil für die deutsche Mannschaft. Jetzt ist die Kugel weg. Das ist Sané sauer, nachdem er ihm da den Ball, das Bein weggehauen hat. Timo Werner. Jetzt die Chance. Oh! Gar nicht schlecht, der Ballkombination. Und da gibt es natürlich nachträglich nochmal Gelb. Herrn Szymanski.
mit Götz George zu verwechseln. Ecke kommt von Kimmich. Oh! Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kann sie natürlich nicht überwinden. Das war ja mit einem schönen Seitfall-Fallrückzieher, was auch immer. Ball ist erstmal weg. Nein, da wollte er durchstecken. Ja, ich sollte mich nicht auf den 2:0 ausruhen hier. Sie können kontern. Können Sie was draus machen aus diesem Spiel? Oh, Zielinski hätte da eigentlich abschießen können. Oh, an die Latte. Fans können erstmal durchatmen. Hinterher. Kein Tor in dieser Szene. Einfach umgeschubst, den Gegner da. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Oh! Wenn der reingegangen wäre. Was für ein Tor. Und zipp und zapp. Ah. Einfach mal den Spieler ausgefipst. Ecke kommt in die Mitte. Oh, Hand. Nee. Huh? Wie schön der polnische Spieler dann den Ball annimmt. Ach, Mist. Gutes Tackling hier. Gut Druck von Werner. Kann sich Lewandowski eine Scheibe von abschneiden. Oh, aber Hinrichs da. Fahrlässig. Oh! Kaminski mit dem Trickser. Ja, Lewandowski mit dem Rücken zum Tor. Das wird nichts. Müssen wir mal wechseln. 70. Minute gleich. Aber im Moment überhaupt gar kein Anlass zu wechseln. Was ist da der Fehler? Da wieder. Platz. Oh, da hätte ich noch einen weitergeben können, den Ball. Ja, nochmal die Ecke. Die soll schnell ausgeführt werden ohne Wechsel. Zack. Oh, schon wieder Seitverzieher. Sollte ich vielleicht mal lassen. Einwurf fürs deutsche Team. Gossens. Da ist Sané in der Mitte. Oh! Ist durch den Afro geflogen, der Ball. Und jetzt Lewandowski. Ball hier. Super Schuss. Ginters Fuß bricht durch. Alter. Er hat den Ball. Nee. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh, schlechter Ball. Cash. Johnny Cash auf dem Feld. He walks the line. Sebastian Szymanski. Ah, das ist ein guter Pass. Es bleibt erstmal bei. Oh, Kimmich, ey. Oh! Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Fuß ab! Lass mich in Ruhe! Da ist der Fuß ab. Gelbe Karte für die Polen. Muss er geben, absolut. Gibt gelbe Karte für die Polen, ja, komm. Los, los, ja. Läuft aber. Ein gutes Spiel. Macht mir Spaß. Auf die Uhr. 5 Minuten sind's hier noch. Muss ich jetzt wohl immer diesen doofen Hut aufsetzen? Jetzt ist er durch. Ah, bleibt hey. Ehrlich. Ja, abseits. Sowieso nicht gezählt. Abseits. Sie wechseln also aus. Ja, komm. Musiala kommt rein. Boah, was ein Kopfball. Zielinski. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Oh, Lewandowski, keine Schnitte. Da passt er auf, verhindert hier das Tor. Gut gemacht. Oh. Musiala. Oh, was für ein schlechter Ball. Gossens. Sie suchen Musiala. Boah, was war das für ein Schuss? Aber egal. 2:0 für Deutschland. Mal gucken, ob es heute Abend wirklich so ausgeht. Und ja, wie gesagt, wünsche euch in den Kommentaren eine andere Partie, die stattfindet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut.